Willkommen zurück zu Planescape Torment. Beim letzten Mal sind wir Mitglied der Sensaten geworden und haben in der großen Festhalle unser Journal endlich gefunden. Und das ist ein rätselhafter Dodekaeder, den wir nicht entschlüsseln konnten bisher. Wir sind jetzt deswegen im Haus des Finams, im Hause. Hallo. Wir sind jetzt gerade im Hause Finams des Linguisten. Vielleicht kann er uns weiterhelfen. Ich hätte da ein paar Fragen. Und wir zeigen ihm die Schriftzeichen und fragen ihn, ob er die übersetzen kann. Habt ihr eure Aufzeichnung noch? Man hat euren Vater ermordet. Er kannte die Sprache, aber konnte er sie auch lehren? Ist er in der Seinen Mord Festhalle im bestattet? Preußenstand Nein. gebracht. Seine Asche wird hier aufbewahrt. Lebt wohl. Also wir könnten. Hier oben ist, glaube ich, die Asche. Um ein paar Fragen beantworten. Warum bin ich hier bei dieser Asche, so kalt und grau wie das Herz einer Echse? Wer warst du? Mehr wollte ich gar nicht wissen. So, dann werden wir ihm mal hier das Buch geben. Ich würde sie trotzdem sehr gerne sehen. Hab Sind mein vielleicht Dad im dieses Mord Buch im hier? Preußenstand gebracht. Ist schon mal nett. So, wenn jetzt reden wir nochmal mit dem Vater und schreiben in die Schriftzeichen. Kannst du mir helfen? Ja. Und dann lassen wir uns das von dem jemand beibringen. Hab mein Tagebuch auf den neuesten Stand gebracht. Und Hab mein wir kriegen eine Tagebuch auf den neuesten Erinnerung. Stand gebracht. Ich muss dir was gestehen. Ich war es, der dich damals getötet hat. Hab mein Tagebuch auf den neuesten Stand gebracht. Schwer zu erklären, aber dein Mörder muss ein früheres Ich von mir gewesen sein. Jedes Mal, wenn ich sterbe, ist es, als würde ich danach aus einem langen Schlaf erwachen. Aber ich vergesse immer, wer ich war und was ich getan habe. Ich fühle mich Und stärker. wir sind eine Stufe aufgestiegen. Und wir verwenden nochmal die Aufzeichnung hier. So. Und wir falten Auf den den neuesten Dodekaeder Stand gebracht. auseinander. So, und blättern das Journal durch, endlich! Was möchtest du lesen? Ach, du liebes bisschen. kryptische Antwort aus unbekannter Quelle. Du wurdest geteilt, du bist einer von vielen. Einer von vielen? Du hast viele Namen, jeder hat eine Narbe auf deiner Haut zurückgelassen. Der Verlorene, der Unsterbliche, Inkarnationsende. Einer von vielen, Yemet, der Verwundete, Qualenbringer, das haben wir doch schon mal irgendwo. Ach ja, das war in dem Grabmal, ne? Du hast das verloren. Da liest etwas anderes. Ein Testament. Ein Testament stand auf dem Zettel. Vergiss nicht, dein Testament abzuholen. Daneben ist ein kurzer Code eingekratzt. 51 AA. Das ist eine Falle, gar kein Zweifel, die eines meiner falschen Ichs gestellt hat. Ich werde dafür sorgen, dass sie zerstört wird. So. Und wir sind die nächste Stufe aufgestiegen und werden den Stufenanstieg mal gleich mitnehmen. Ich hoffe auf einen guten Wurf. Natürlich nicht. Wie immer. Oh nee. Nochmal. Oh, es ist doch nicht zu glauben. Macht echt wenig Spaß hier, die Stufenanstiege. Nur schlecht wäre würfeln, das kann echt nicht wahr sein. Zumindest. Oh, ja, komm, egal. So, durch den Konstitutionsbonus sind wir jetzt zumindest schon bei 80 Lebenspunkte angekommen. Und sind noch eine Stufe entfernt von der Stufe 12. Juhu. So, was haben wir hier noch? Oh ja, Stufe 4 noch mehr, Stufe 5 auch, Stufe 6 noch nicht. So, wir haben jetzt eine Schon gut. Testamentnummer. Auf zu Jannis. Der war ja hier, genau, aber vorher. Auf zu Jannis.
Schon gut. Sei gegrüßt, Janis. Ich hätte ein paar Fragen an dich. Das ist nun mal genau ein Advokat. Testamente. Ich glaube, dass du ein Testament für mich hast. Die Nummer 51AA. Ach so, es ist uralt, bist du sicher? Kannst du mal nachsehen, ob du dieses Testament noch gibt? Gut, ich warte. Und es ist von den Flammen verschont worden. Könntest du das Testament jetzt vollstrecken? Ich bin als Erbe eingesetzt. Natürlich, unterschreibe hier auf der gestrichenen Linie. Hier und hier in Ordnung. So, damit wäre der Papierkram erledigt. Naja. Hier ist alles, was im Tresor war. Unter anderem auch eine uralte Quittung von einer Gießerei. Hat die Verstorbene irgendwas bei der Gießerei bestellt? Keine Ahnung. Vielleicht fange ich langsam an, alles zu glauben. Wo ist die Gießerei? Ja, das wissen wir schon. Danke für die Wegbeschreibung. So. Was haben wir jetzt? Ein seltsamer Steinklump. Oh. Plus 1 auf Rüstungsklasse. Plus 1 auf Rüstungsklasse gegen Zerschmettern. Und plus 5 auf Widerstandsfähigkeit gegen Säure. Und ein neues Auge. Auf plus 1 auf alle Rettungswürfe, plus 1 auf Rettungswürfe gegen Zauber. Das ist besser als das hier. Das legen wir gleich mal an. Und eine Rechnung für den, für die Göttermenschen. Ja, wunderbar. Dann wollen wir den Steinmagen mal benutzen. Gut, mag sein, dass es geholfen hat. So, wir haben einen zweiten Beleg für die Götter, für die große Gießerei der Göttermenschen, sodass wir jetzt den Bug überwinden können und da endlich rein können. Aber vorher würde ich gerne noch ein paar Ausrüstungsgegenstände abgeben. Schlüssel zur Festhalle, den Balkon, drin der Deva kriegt sie, Pens mache ich, die brauchen wir beide noch. Karaffe brauchen wir auch. Ring der nahezu vollständigen unter Unsichtbarkeit, der Ring auf plus 1, genau. Dann wollen wir diesen verschlungenen Ring mal Grace geben. Das sieht doch gut aus. Den Dodekaeder, den brauchen wir erstmal nicht mehr. Kriegt Grace und die Motorwürfel brauchen wir auch noch nicht. So. Und weiter geht's. Alleine. Also gut. Ich werde hier. Gut. Danke. Ich werde gehen. Ich werde nicht bei. Erledigt. Schon gut. Die können wir hier oben hinpacken.
bekommen. Erledigt. Verkaufen wir das alle nicht, das ist doch blöd. Danke. Verbesserte Stärke, die sollen wir mitnehmen. So, Pens Nachricht wollen wir noch einmal prüfen, ob man damit was machen kann. Oder ich wollte es nur prüfen. Nein!